Ja, immer noch im Sumpf sind wir mit Simon, unserem gelben Zauberer, und wir haben hier mitten im Sumpf einen alten, nackten Mann getroffen. Wer bist du eigentlich? Ich? Oh, ich bin eigentlich niemand. Nur ein alter Druide, der beschlossen hat, den Rest seines Lebens im fruchtbaren Schoß der Natur zu verbringen. Also zu saufen und zu kiffen? Könnte man zusammenfassend so sagen. Ich will Drogenfahndung, Herr, könnten wir uns über den nächsten Gewächshaus... Ich bin von der Drogenfahndung, mein Herr. Könnten wir uns mal über den Inhalt Ihres Gewächshauses unterhalten? Was ist eine Drogenfahndung? Ja. Klingt irgendwie lustig. Ach, vergiss es. Was trinkst du da? Das riecht ja schrecklich. Das ist mein Spezialsaft. Hausgebrannter Gin. Habe ich selbst gemacht, weißt du? Kann ich mal probieren? Oh nein, 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 nein. Auf keinen Fall. Nicht als Uneingeweihter. Du meinst, ich darf nicht trinken, weil ich kein Druide bin? Im Prinzip ja. Dieser Saft ist was Besonderes. Er hilft bei der Kommunikation mit der Natur. Indem man sie vollkotzt? So sind die Dinge nun mal. Wenn du was davon haben willst, musst du mir erst einige Sachen besorgen. Was für Sachen? Nimm dieses Buch. Oh nein. Was ist das? Es ist ein Buch über Pflanzen. Da steht drin, was sie bewirken und wie sie aussehen. Ich brauche 3 Pflanzen, um mehr von diesem besonderen Gin zu machen. Anschließend kannst du welchen haben. Welche Pflanzen? Man nennt sie Purpurmiefurz, Bogella und Stinkeschniedel. Ich brauche sie als Zutaten für meinen Gin. Das sagtest du schon. Und wenn ich dir das Zeug besorge, kriege ich was von dem Fusel, ja? So viel du willst. Geil. Ich habe keine Zeit mehr, deinem kranken Gesülze zuzuhören. Na toll, jetzt wissen wir also auch, was wir mit, Sie könnten giftig sein oder mir sonst was antun. Ich werde sie erst dann anrühren, wenn ich sie brauche. Danke. Jetzt wissen wir auch, was wir... Mädelfinger wird am häufigsten zur Herstellung von starkem Alkohol verwendet. Ach so, und das kann ich damit dann benutzen, ja? Oh Gott, das dauert aber lange. Feengeflüster. Hier steht, dass es für eine bekannte Fußsalbe benötigt wird. Das ist keine Pflanze. Nein, aber das hier. Das Efeu. Wirkweide. Eingesetzt zur... ich glaube nicht, dass ich sowas lesen sollte. Okay, jetzt haben wir was Blaues. Dies ist das Totfischkraut. Hier steht, dass die zerdrückten und oral eingenommenen Früchte Bienenstiche heilen und dass die Pflanze nur Früchte produziert, wenn sie dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt ist. Oh wei, können wir das alles gebrauchen? Ich weiß es nicht. Jungfernschreck. Wow, das hier wird für Aromatherapien verwendet. Ob's wohl auch noch zu was anderem taugt? Das ist keine Pflanze. Ja, aber das hier. Damenfreud. Dieses Kraut ist offensichtlich ein wichtiger Bestandteil von Rasierschaum. Von Rasierschaum. Okay, da ist also nichts, was wir gebrauchen können. Der Brunnen... Da gibt's Onyx, das ist die Wand, die wir gesehen haben. Da hängt eine Tür, natürlich, klar. Und das Gewächshaus, kommen wir da. Da gehe ich nicht rein. Es könnte jede Minute zu einer Razzia kommen. Okay, hier hinten ist auch nichts. Was ist das? Moment, das ist der Steg, da will ich gleich noch hin. Ich will jetzt erstmal hier vor... Gucken, ob ich hier die Leiter nach oben... Genau. Was? Was? Ich kann mich nicht bewegen.
Was ist denn los, mein Junge? Nimmst wohl keine Schilder ernst, was? Welche Schilder? Glaube, ich bin nie dazu gekommen, eines aufzustellen. Naja, aber jetzt weißt du Bescheid, oder? Eindeutig geisteskrank. Okay. Da gehen wir später hin. Gucken wir uns erstmal hier um. Was ist das hier? Okay. Nichts, was wir gebrauchen können. Ah. Oh. Ich hasse diesen sinnlosen Schnökes. Moment, was war das? Ach so, das war nichts. Es war überhaupt nichts. So. Na? Jetzt will ich erstmal... Wo bin ich jetzt hier überhaupt? Da können wir nicht lang. Da hinten ist unser... Was war das? Das ist keine Pflanze. Sondern? Das fasse ich nicht an. Was ist das? Es ist klebriger Teer. Klebriger Teer? Ach so, die Suppe da. Herr Sumpfling! Was? Die Firma ist bereit, Ihnen eine sehr großzügige Entschädigung zu zahlen, wenn Sie bereit sind, dieses Dokument zu unterschreiben. Du vielleicht mögen etwas Suppe. Hi, wie geht's? Was geht's dich an, wie es mir geht? Ich will ja nur freundlich sein. Habe ich nicht gesagt, dass du dich hier nicht aufhalten darfst? Schon, aber ich mache eben, was mir gefällt. Nun, dann lass mich zumindest in Ruhe. Mich interessiert nur etwas. Woher kennen wir den Typen? Der hat uns nicht gesagt, wir sollen hier nicht hin, oder fehlt mir jetzt gerade ein Faden? Kannst du wirklich nicht Einspruch sagen? Natürlich kann ich das. Was wäre ich denn für ein Anwalt, wenn ich das Wort nicht sagen könnte? Na dann los, sag es! Ich will es jetzt nicht sagen. Ich werde es sagen, wenn es gesagt werden muss. Einspruch. Ganz einfach, sind nur zwei kleine Silben. Oh, was ist das? Abspruch. Da. Zufrieden? Gut. In Ordnung. Fall abgeschlossen. Oh, ich kann's bezeugen. Was willst du dagegen tun? Ach, hör doch auf. Ich denke, das erklärt, warum du dich hier in diesem Sumpf herumtreibst. Vor Gericht gibst du keine so gute Figur ab, oder? Das stimmt. Dabei hätte ich einer der Besten sein können. Ein brillanter rechtswissenschaftlicher Geist, erstklassiger Student an der Universität. Meine Karriere war praktisch schon vorprogrammiert. Hätte ich damals nicht die Anklage gegen die alte Hexe im Fall Rapunzel geführt, würde ich jetzt nicht in diesem Drecksloch von einem Sumpf festsitzen. Okay, also müssen wir ihn wohl irgendwie vom Platz der Justiz erkennen. Muss nur schnell jemanden finden und bin dann auch schon wieder... Womit sprühst du dich eigentlich ständig ein? Das ist ein starkes Insektenabwehrmittel. Ich reagiere auf Bienenstiche höchst allergisch. Was passiert? Nun, irgendwie schwelle ich an und sterbe. Woher weißt du das? Woher weiß ich was? Was passiert, wenn du gestochen wirst? Ich meine, du bist nicht tot. Oh, es gibt da den Saft einer Blume, der mich bei rechtzeitiger Anwendung retten kann. Zum Glück war beim letzten Stich ein Druide in der Nähe. Wieso weiß ich, dass das alles wichtig wird? Könnte ich mir vielleicht mal die Stammkundenkarte borgen? Ich glaube nicht, dass du in dem Laden willkommen wärst. Warum nicht? Zu macho-mäßig? Die dortige Kundschaft ist recht exklusiv. Du meinst einen Haufen Mitvierziger in Anzügen, die verzweifelt versuchen, sich an ihre jugendliche Libido zu erinnern, indem sie seidige Höschen und Strumpfhosen tragen? Macho-Macho-Man. Woher kennen wir den Typen? Eine etwas breite Verallgemeinerung, aber das trifft in etwa zu. Okay. Die alte Hexe hat dich verflucht, dass du nicht mehr Einspruch sagen kannst? Ja, und du kannst dir vorstellen, dass meine Karriere bei Gericht damit ruiniert war. Seitdem muss ich meine Zeit mit lästigen Jobs wie diesem verschwenden. Nein, nicht schon. Ja, was soll das? Könntest du nicht einfach eine Karte oder sowas hochhalten? Ich denke, das könnte gehen. Aber ich kann das Wort ja nicht mal schreiben. Und wenn's dir jemand anderes aufschreibt? Schon ausprobiert. Funktioniert nicht. Diese verdammte zaubersprüchelnde Hexe hat wirklich an alles gedacht. Aha. Ignoriere mich ganz einfach. Ich muss nur schnell jemanden finden und bin dann auch schon wieder fort. Ja, und schon wieder... Ah, was soll das?
Hast du mich nicht verstanden? Dieser Sumpf ist Privatbesitz. Das bedeutet, dass Leute wie du nicht so einfach hier durchmarschieren können. Ich habe genug Probleme mit diesem verdammten Sumpfling. Sumpfling? Genau nach dem suche ich. Wo ist die kleine Kröte? Du kennst den Sumpfling? Jau, wir zwei beide haben bislang schon 2 Spiele gemeinsam durchgestanden. Waren wirklich derbe Geschichten. Schau mal, könntest du dich vielleicht mal mit ihm unterhalten? Was meinst du damit? Nun, ich versuche, ihn von diesem Land zu vertreiben, bevor am Montag die Bauarbeiter kommen. Er hat auf der kleinen Insel da drüben eine riesige biologische Bombe gebastelt. Und er sagt, er will damit das ganze Gebiet mit Sumpfsuppe verseuchen. Wirklich ekelhaft. Du kannst dir ja vorstellen, wie sich das auf die Wohnungspreise auswirkt. Irgendwie schon. Und trinkt der da dran, oder was soll das? Wenn du ihn für mich vertreiben könntest, das wäre wirklich toll. Ehrlich? Ja. Ich werde sehen, was ich tun kann. Ich muss gehen. Ich hoffe, du erhebst keinen Einspruch. Sehr witzig. Hast du ein Glück, dass geschmacklose Witze nicht illegal sind. Sonst hättest du jede Menge Ärger am Hacken. Wie bitte? Ich frage, ob du vielleicht mögen spezielle Sumpfsuppe. Ich sie selbst gemacht haben aus natürlichen Zutaten. Herr Sumpfling, versuchen Sie nicht... Hey, und wer zur Hölle bist du? Hallo. Ich? Nein, der andere Idiot im roten Kleid und mit der beknackten Mütze auf dem Kopf. Rot? Hallo? Wie nennst du... Hallo, wir haben gerade miteinander gesprochen. Wen nennst du hier einen Idioten? Es ist wirklich ganz egal, wer oder was du bist. Du befindest dich auf Privatbesitz. Und wenn du nicht gleich die Mücke machst, bevor ich Feinbruch, Beinspruch, Spreinbruch... Einspruch? Ja, genau. Sagen kann, muss ich dich verhaften und höchstwahrscheinlich umbringen lassen. Wer bist du eigentlich? Meine Karte. Stammkundentreuekarte, Boutique... Brigitta, mit dieser Karte bekommen Sie 10% Rabatt auf alle BHs, Strumpfwaren und Höschen unserer Kollektion. Pour homme. Ich habe viele weibliche Klienten. B. Eutelschnitt, Anwalt reicher und gieriger Firmen. Das stimmt. Und wenn wir gerade davon sprechen... Ich vertrete den Glühmann-Konzern, der mir eine Menge Geld dafür zahlt, dass der geplante Bau überteuerter Miniaturplattenbauten problemlos über die Bühne geht. So, da bin ich wieder. Ja, sorry, der kleine Cut hier, da hat gerade das Telefon geläutert. So, aber wie gesagt, ich verstehe immer noch nicht, warum er das gerade eben nicht gemacht hat, weil wir haben ja mit ihm schon gesprochen. Ich muss gehen. Ich hoffe, du erhebst keinen Einspruch. Sehr witzig. Hast du ein Glück, dass geschmacklose Witze nicht illegal sind. Lala. Sonst hättest du jede Menge Ärger am Hacken. So, und jetzt? Aha, jetzt darf ich hier hin. Sumpfi nicht wollen, dass man Sumpf... Was für ein komischer Baum. Und warum schnarcht er? Hey! Das mag... Hey! Aufwachen! Ach, der schläft wohl tief und fest. Okay. Das ist keine Pflanze. Okay, also ein Baum, der schläft, natürlich. So, und hier haben wir Sumpfi. Also wir haben doch Sumpfi gefunden, also ist das Kapitel abgeschlossen. Sumpf so nicht sein! Sumpf sei netter Ort für Besuche mit ganzes Familie! Oh Gott, dieses geile Deutsch wieder. Wieso ist deine Lebensplatte? Achtung, oh nein, wieso habe ich das Gefühl, dass das hier eine große, riesende, fleischfressende Pflanze ist? Ja, genau das habe ich mir gedacht. Na? Was ist es?